Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Ich bin jetzt, oder habe gerade Hamza vom Kindergarten abgeholt. Krass, ich bin so sprachlos. Ich meine, der Kleine ist erst seit 2 Wochen im Kindergarten und der hat sich so verändert, das ist ja unglaublich. Und ich bin so froh, dass ich den in den Kindergarten gebracht habe. Beziehungsweise, warum ich es nicht schon eher gemacht habe. Na gut, in der Türkei ist es ein bisschen schwierig, aber... So, jetzt geht's ab nach Hause und ich werde euch dann später vielleicht noch mal ein bisschen mehr über den Kindergarten erzählen. So, jetzt nach Hause und ich muss eigentlich mit Hamza zum Friseur. Warte mal. Genau, das erledige ich jetzt noch mal schnell, weil nämlich er so viele Haare auf dem Kopf hat und es ist so heiß in der Türkei, Leute, der schwitzt nur. Und deswegen, Papi ist auch nicht da und deswegen machen wir jetzt mal eine kleine Überraschung. Alles voller Haare, es war eine reinste Katastrophe. Ich konnte es noch nicht mal filmen, weil er hat sofort angefangen zu heulen. So, ich habe ihn jetzt in die Badewanne gesteckt. Schaut euch das mal an. Da wir keine Badewanne haben, habe ich halt so eine Lösung gefunden, dass ich einfach eine kleine Wanne reingelegt habe und ihn dann so bade. Und ich merke gerade, trotz Sonnenschutz, wie braun mein kleiner Hase geworden ist. Ja, ich werde ihn jetzt fertig machen und dann gibt es gleich Abendessen. So, und ich habe hier das Gelee Royal, auch von B&U. Es soll auch gut gegen Migräne sein, davon nehme ich jeden Tag 2. Habe ich heute schon genommen? Ich glaube, ich habe heute schon genommen, genau. Und ich habe auch gegen die Migräne, ich weiß nicht, warum ich die Migräne habe, Leute, ich hatte noch nie Migräne. Ich lasse mich jetzt auch auf Hashimoto testen. Magnesium. Und... jetzt ist Hamza aus dem Kindergarten, er hat all sein Essen aufgegessen, Leute. Könnt ihr euch das vorstellen? Morgens, mittags, Abendessen. Also Abendessen haben nicht, die haben um 4 noch so Kuchen oder so Kleinigkeiten. Und ich mache dem jetzt wieder sein Grieß, weil er liebt es einfach. Und dann kann er... Gebadet habe ich eh schon, dann kann er nachher schön gut schlafen. Wie ich den Grieß mache, muss ich euch, glaube ich, nicht zeigen. Das hatte ich euch schon 1 Million Mal gezeigt. So, ich wünsche wieder einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Arzt, beziehungsweise auf euer Raten hin mit der ganzen Migräne und so. Ich hatte leider noch nie Migräne. Stelle ich mich jetzt beim Endokrinologen vor. Dann möchte ich gerne nochmal zum Augenarzt, weil eigentlich trage ich eine Brille und ich, ja, das bestimmt, meine Augen haben sich bestimmt wieder verändert. Und dann möchte ich gerne zum Hautarzt, weil ich hier irgendwie so ein komisches Ding bekommen habe und da habe ich so ein bisschen Schiss gekriegt. Und das möchte ich heute alles abklären. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe alles. Dann habe ich auch noch Hamzas Tasche jetzt im Kindergarten vergessen. Scheiße. Ja. Gut, dann würde ich sagen, jetzt erstmal ab zum Arzt. Und ich habe jetzt 2 Termine bekommen. Einmal, wie gesagt, beim Endokrinologen, einmal beim Hautarzt und bezahle jetzt ca. 170 TL sind ca. 30 Euro im Privatkrankenhaus, weil ich keine Lust habe, ins Stadtkrankenhaus zu fahren. Weil es mir dazu voll ist und ich nicht so lange Zeit habe zu warten, weil Sade bei meiner Nachbarin ist. Eigentlich habe ich so eine gute Nachbarin, dass ich die auch mal 1-2 Stunden da lassen kann. Und Sade mittlerweile ja auch mit Beikost angefangen hat, von daher geht's. Ich bin gespannt auf die Testergebnisse, beziehungsweise was auch die Hormontests kosten. Und ja. So, ich bin gerade so ein bisschen in der Stadt. Habe hier ein paar Sandaletten für Hamza noch gekauft. Die Ärztin ist immer noch nicht gekommen. Sie meint, ja, die kommt erst um 11. Das heißt, ich darf jetzt mal eine Runde, eigentlich auch nicht schlecht, in der Stadt spazieren. Und ich wollte mir eigentlich eben gerade einen Helix stechen, aber leider war der Laden zu. Und jetzt gehe ich wieder zurück ins Krankenhaus. Müsste gleich 11 sein. Die Läden machen hier gerade erst neu auf, by the way. Um diese Uhrzeit ist schon viel zu spät, finde ich. So. So, ihr Lieben, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich bin ein bisschen schockiert, weil ich habe mit dem Ergebnis überhaupt jetzt gar nicht gerechnet. Aber irgendwie habe ich jetzt dem Arzt nicht so vertraut, muss ich jetzt sagen, weil... keine Ahnung. Also mein TSH-Wert ist bei 0,23, mein T4 ist bei 1,18. Und Insulin ist bei 22,4 und er meinte, ich habe eine Insulinresistenz und er hat gesagt, es ist egal, was du isst, das wird sich alles in Fett verwandeln und du kannst jetzt auch nicht abnehmen. So, also das ist wohl, scheint wohl der Grund zu sein, weshalb ich jetzt so zugenommen habe nach der Schwangerschaft, weil sich einfach mein Hormonhaushalt komplett verändert hat und jetzt muss ich Medikamente nehmen.
Das ist nicht geil. Also mit dem Ergebnis habe ich jetzt absolut überhaupt gar nicht gerechnet. Ich habe jetzt hier so komische Tabletten gekriegt, die muss ich jetzt über 3 Monate nehmen. I don't know, ob es mir danach besser geht. Und ja, das mit dem Insulin meinte er auch, du hast wahrscheinlich ständig Hunger. Ich sage ja, ich könnte da nicht alles in mich hineinstopfen, was so geht. Ja, ich werde das jetzt mal mit den Tabletten ausprobieren. Ich bin natürlich kein Fan von Tabletten. Wäre mir natürlich lieber, wenn ich die jetzt nicht nehmen müsste. Aber naja, ich habe gerade ein Paketchen gekriegt. Die liebe Saskia hat mich gestern so angefixt. Mit dem M-Assam Magic. Magic Finish, das soll sich ja der Haut anpassen. Für Mutti ist so ganz schnell so. Ich habe es gestern bei ihr auf Instagram gesehen und dachte, das muss ich sofort haben. Und habe es mir jetzt bestellt. So, was steht heute an? Ich habe mir schwindelig. Es war alles mir jetzt gerade ein bisschen zu viel, glaube ich. Ich glaube, ich werde mich jetzt mal 5 Minuten hinlegen. Ja. Ich habe übrigens für Hamza so Sommerlatschen gekauft. Die zeige ich euch jetzt. So, das sind jetzt hier diese 23,5 Größe. Und für den Sommer, ich glaube, sind die sehr, sehr angenehm zu tragen. Und ja, die werde ich jetzt nachher mal Hamza anziehen, sobald er wieder vom Kindergarten da ist. Sind die nicht süß? Ja, ich hatte so andere Crocs und das hat ihn bei ihm immer so gescheuert und dann hat er voll so Narben an den Füßen gekriegt. Deswegen habe ich mich jetzt für die entschieden. Ja, ich hoffe, mit denen, dass er mit denen besser auskommt. So, by the way, ich habe 1,5 Stunden beim Arzt gewartet, dass ich zum Hautarzt konnte. Und ja, der Arzt war einfach nicht mehr da. Ich habe mich tierisch darüber aufgeregt, weil ich habe ein Baby zu Hause und ich warte, dass ich endlich drankomme. Und ihr wisst, als Mutter ist das sowieso so, dass man immer so... Ja, es muss alles schnell gehen. Naja, auf jeden Fall konnte ich zum Hautarzt nicht, aber wie gesagt, ich fange jetzt an mit den Tabletten, mal gucken, wie sich das so einpendelt. Ich habe jetzt hier für Hamza noch so eine Badekappe gekauft, weil die haben ja im Kindergarten Schwimmunterricht und das zweimal die Woche. Und da wollte ich so eins, was jetzt nicht so, so feste ist. Deswegen habe ich jetzt mir hier den geholt und der sollte eigentlich passen. Die Schuhe passen auch soweit. Ja, ich muss noch irgendwie, habe ich gerade Kontakt zu einem Secondhand-Dings, damit wir morgen für das eine Zimmer einen Schrank kriegen. Weil die Wohnung, wir sind zwar umgezogen, Leute, aber es ist immer alles, es ist immer noch alles so Mischmasch, ja. Nun gut, es ist jetzt 6 Uhr, die Kinder sind alle im Garten. Und ja, so gegen 8 werde ich die dann baden und dann ab ins Bett. Und ich bin jetzt auch langsam müde. Warum habe ich hier so einen Strich? Es sieht manchmal von weitem aus, als hätte ich ein Bad. Seht ihr das? Total scheiße, obwohl ich gar kein Bad habe eigentlich. Ich habe auch übrigens vor, mich lasern zu lassen. Ich habe schon meine Achseln gemacht. Und jetzt kommt der Rest des Körpers. Möchte ich dann auch gerne, dass ich dann da haarfrei bin. Beine, Arme, Gesicht, Bart und so weiter, ne? Dass das dann alles, dass ich mich dann nicht mehr damit rumplagen muss. Und ja, es ist halt immer so schwierig, die Zeit dafür zu finden mit 2 Kindern, weil man muss irgendwie, glaube ich, alle 2-3 Wochen oder so, glaube ich, einmal hin. Und das ist nicht ein normaler Laser, sondern so ein Eislaser. Das soll halt weniger schmerzempfindlich sein, ne? Und für alle Haartypen. Naja, ich mache mich da auf jeden Fall nochmal schlau. Ansonsten werde ich da vielleicht mit meiner Nachbarin mal hingehen, vielleicht die Kinder mitnehmen und dann, nicht Kinder, sondern Kind, schade. Und ja. Nun ja, das ist soweit dazu. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr mich gerne fragen. Ich bin, wie gesagt, jederzeit bereit, alles zu beantworten. Und ja. Na, das schaffst du schon. Das ist ein Kätzchen an dir, Jim. Ja. Nee. Muss er auch schon selber ein bisschen machen, Hamza. Übrigens, das ist die Frisur von gestern. Ja. Dafür, dass er so viel geheult hat, ist das doch eigentlich ganz gut geworden. Toll! Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. So sieht man denn bei der Ruhe aus, wenn man die ganze Nacht nicht geschlafen hat, weil Hamza einen auf Trab gehalten hat. Weil er Fieber bekommen hat, weil sein Vater nicht da ist. Also anders kann ich sie mir jetzt absolut nicht erklären. Und wir haben es jetzt kurz nach 6 und beide hampeln hier rum. Zeig ich euch jetzt. Hampelmann Nummer 1. Hampelmann Nummer 2. Kuckuck. Ach ja. Wie soll ich den Tag noch heute überstehen?
Helf mir bitte, dass ich nicht hier im Stehen einschlafe. Oh. Ich würde sagen, hiermit beende ich das Video. Die meine die. Und wir sehen uns zum nächsten Video wieder, wenn ich ein bisschen bessere Laune habe. Oh, das hat mich gestern doch so ein bisschen mitgenommen jetzt mit der Insulinresistenz. Und ich habe keine Ahnung, was ich dagegen machen muss jetzt. Und muss mich da jetzt mal ein bisschen schlau machen. Also wer das hat, kann mir gerne weiterhelfen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Tschüss.